Hallo, ist Naruto 86. Herzlich willkommen zu Marvel Avengers Part 35. Oh, der Kampf war wirklich krass und alles. Ja, okay, bis jetzt hat sich's ich glaube, jetzt hat sich's wieder gefangen anscheinend. Weil jetzt sind 5 Minuten 57 oder 59, also 6 Minuten sind es jetzt. Und es ist nicht unterbrochen mehr. Das ist gut, das ist gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt weiter. Vorhin hat es nämlich bei 13 Minuten und ich hoffe, dass es dann auch bei 13 Minuten 14 dann wieder auf 14 Minuten geht. Oh, dass es dann unterbricht. Aber egal. Ich hoffe jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wie lange die Katze noch gehen soll. Puh. Ich kann ja hier leider nichts machen gerade. Das ist das Problem. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Talton, AIM. Diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Aber Sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Ich habe vollstes Vertrauen in Dr. Rappaccinis Fähigkeiten. Nein, halt! Warten Sie! Nein, bitte nicht! Kleiner Rückblick. Mal wieder. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Sieht man. Wie lange war ich Ihre Laborratte? Ich habe Ihnen vertraut. Ihretwegen bin ich einer von denen. Tony, Thor, die Kabel. Ja, genau, das meine ich. Ist längst gestorben. Nein! Nein! Schließ das Tor! Ihr erhebt euch gegen die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts, Avengers! Es wird echt immer schräger. Ihr solltet wissen, dass ich nicht besser Laune bin. Bitte kommt! Der Konvoi transportiert eine tödliche War. Ich werde Superkräfte ausrotten, selbst wenn es mit mir endet. Die Welt hat sich verändert, seit wir das letzte Mal hier waren. So wie viele von uns. Wir haben MODOK mit erschaffen. Inhumans. AIM, Monica, wir sind schuld. Aber wir werden uns nicht drücken. Wir werden uns der Sache stellen, gerade heraus. Und helfen, wem wir geschadet haben. Stoppen wir die wahren Täter. Vor allem aber... Tun wir es zusammen! Genau. Avengers, gemeinsam, unbesiegbar. Als neu gewähltes Scientist Supreme werde ich schwache Elemente von innen ausmerzen. Ganz klar. AIM ist weiter die Zukunft. Von Klonen bis Zeitreisen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also, fangen wir an. Bei Ritualeinsatzzielen handelt es sich um Aufgaben, die für weitere Belohnungen mehrmals abgeschlossen werden können. Krass. Ritualeinsatzziele werden täglich oder wöchentlich aktualisiert. Also schließen Sie sie vor dem Zurücksetzen ab.
Jedes Einsatzziel bietet eigene Belohnungen. Für seltene Ressourcen konzentrieren Sie sich auf die täglichen Gruppierungsaufträge, für Comics auf die täglichen Harm-Herausforderungen. Das Einsatzziel beim täglichen schnellen Match gewährt zusätzliche Ressourcen. Verbrauchsobjekte erringen Sie über das Einsatzziel der Herausforderung gewachsen. Sobald Sie dafür bereit sind, erwartet Sie exotische Ausrüstung in Megastöcken, bei Omega-Bedrohungen und Raid-Einsatzzielen. Keine Sorge. Sie finden alle Ritual-Einsatzziele in Ihrem Einsatzzielmenü. Perfekt, passt doch. Außenposten sind wichtige Festungen der Resistance. Davon gibt es in verschiedenen Regionen auf der Welt insgesamt 4 Stück. Die Chimera, Shield Substation Zero, den Ameisenhügel und Birninsana. In diesen Zentren können Sie wichtige Resistance-Mitglieder finden. Bei Händlern einkaufen, Gruppierungsaufträge annehmen und mehr. Händler bieten für Fragmente vielfältige Ausrüstung zum Kauf an. Ihr Angebot wird täglich aktualisiert. Fragmente gibt es für Siege über Gegner, abgeschlossene Einsatzziele, aber auch als Missionsbelohnungen. Wenn Sie ein kosmetisches Upgrade wollen, wenden Sie sich an Chastity McBride auf der Chimera. Sie verkauft diverse Outfits, Takedowns, Emotes und Namensschilder, die täglich rotieren und mit Units gekauft werden können. Sie erhalten Units, indem Sie draußen im Feld Kassetten öffnen. Sie können mit Ihren Units auch Lieferungen abholen. Diese enthalten von Agent McBride ausgewählte Spezialobjekte, die nur kurzzeitig erhältlich sind, bevor eine neue Lieferung eintrifft. Sie können sich den aktuellen Lagerbestand jeden Tag ansehen. Wenn Sie eine Lieferung abholen, werden sofort neue Objekte verfügbar. Oder Sie warten bis zur täglichen Aktualisierung des Inhalts. Wenn Sie vor Ende des Monats die angegebene Anzahl abholen, erhalten Sie das aufgelistete Spezialobjekt garantiert, falls Sie es noch nicht haben. McBride ist da recht großzügig. Außerdem können Sie jeden Tag einen Gutschein für eine Gratislieferung erringen, indem Sie am Multiplayer teilnehmen. Sehen Sie? Großzügig. Weitere kosmetische Objekte sind auf dem Marktplatz für Credits erhältlich. Neue Objekte sowie spezielle Bundles und mehr werden regelmäßig hinzugefügt. Manchmal stoßen sie auf Muster. Diese können mit der Fertigungsmaschine in zufällige kosmetische Objekte umgewandelt werden. Ah, ja. Keine Sorge, falls Sie das kosmetische Objekt bereits besitzen, erhalten Sie stattdessen Units. Falls Sie gezielt nach Mustern suchen wollen, sollten Sie sich auf Missionen im Megastock konzentrieren. Bei einem Außenposten sollten Sie mit den dortigen Gruppierungskoordinatoren sprechen. Sie verteilen Aufträge, die seltene Ressourcen gewähren und einzigartige Belohnungen der jeweiligen Gruppierung freischalten. Wir streben alle dasselbe Ziel an. Unterstützen Sie einander. Nutzen Sie, was die Resistance zu bieten hat. Klar. Wir sitzen alle im selben Boot. Das ist wahr. Ah, okay, das macht sich unterbrochen, weil es hat hier schon mal. Und bevor muss wir weitermachen, muss ich Sie über Ihre Einsatzziele informieren. Wenn wir Infos über Bewegungen von AIM oder die Kree-Bedrohung erhalten, aktualisieren wir Ihr Einsatzzielmenü. Dort finden Sie aktuelle Missionen, Aufträge und Herausforderungen mit Details, wo Sie hin müssen, was zu tun ist und welche Belohnungen Sie dafür erhalten. Die verschiedenen Einsatzzieltypen zeigen Ihnen, was Sie erwartet. Missionen oder Missionsreihen sind größere Einsatzziele, die manchmal mehrere Schritte erfordern. Aufträge konzentrieren sich auf die Unterstützung der Gruppierungen innerhalb der Resistance. Und Herausforderungen sind heldenspezifische Einsatzziele, mit denen Sie Fortschritte auf Ihrer Herausforderungskarte machen können. Zudem haben wir Ihnen Zugriff auf eine Infodatenbank gegeben. Krass. Je mehr Zeit Sie im Feld verbringen, desto umfangreicher werden verfügbare Informationen und der Kodex. Letzte Nacht bin ich aufgewacht, ohne Erinnerung. Und mir haben 2 Stunden gefehlt. Alles, was Sie sammeln, hilft der Resistance. In Starks Harmraum können Sie Ihre Fähigkeiten in einer kontrollierten Umgebung auf die Probe stellen. Absolvieren Sie das Training, um wichtige Fähigkeiten und Techniken zu erlernen, die Sie dann bei den Harm-Herausforderungen einsetzen. Commander Hill, wie ist die Lage? Also, die Security hier könnte man verbessern. Clint? Ich glaub's nicht. Direktor Fury. Mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet. Nö. Ich weiß von Commander Hill, dass ich wahrscheinlich Ihnen meine Flucht verdanke.
Ihre Aktion mit Ames kosmischem Würfel hat mir die nötige Chance verschafft. In anderen Zukünften hatte ich wohl weniger Glück. Unsere Zeitlinien sind zerfasert und wir kennen die Konsequenzen noch nicht. Ich fürchte, unser Ärger fängt gerade erst an. Diese Kree-Invasion steht uns immer noch bevor. Wir wissen, was passiert, wenn wir scheitern, aber das ist nicht diese Zeitlinie. Sie haben bewiesen, dass wir die Zukunft ändern können. AIM wird sich uns in den Weg stellen. Für Dr. Rappaccini ist eine Welt mit uns als Sieger nicht besser als eine zerstörte Welt. Aber das hält uns nicht auf, oder? Sie können auf uns zählen. Trainieren Sie, falls nötig. Kommen Sie danach zu mir, dann geht's los. Okay. Commander Hillan. Stark, wie ich höre, sind Sie bereit, uns ein wenig zu helfen. Kaum zurück in der Schule kriege ich schon Hausaufgaben. Manche Dinge ändern sich nie, was, Stark? Besuchen Sie mich auf dem Kommandodeck. Ich habe einen Job für Sie. So. Cool. Okay, dann wollen wir nach oben gehen. Ernsthaft gerade? Reden wir jetzt über die Optimierung Ihres Heldenkaders. Wenn kein spezifischer Held für eine Mission gebraucht wird, können Sie einen auswählen. Wechseln können Sie am Einsatztisch, im Quinjet. Bin mal gespannt. So, was hat es jetzt gebracht? Klasse, jetzt kann ich mit ihr spielen. Es ist gut, wieder da zu sein. Zunächst müssen wir in den Großstädten an der Ostküste Fuß fassen. Momentan hat AIM die Kontrolle und verhindert, dass die Resistance Inhumans retten kann. Verschaffen Sie uns dort einen Vorteil. Alles klar. Junior. Sicherheitscheck. Alle Schilder online. Guck mal.
Komm, mal gucken. Ja, jetzt läuft. Möchten Sie mal die Beine ausstrecken, Miss Khan? Ich beherrsche seit kurzem Wortspiele. Hoffentlich gefallen sie Ihnen. Jetzt habe ich die Schale. Mhm. Ach so, ich soll ausweichen. Hä? Krass. Wieso ich den Gegner greifen würde schon? Raff ich ihn gerade nicht. Na gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Und ja, machen wir das.